Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Style Boutique 3. Ach ja, wir sind hier so ein bisschen unterwegs. Hey Johann! Du siehst ja auch wieder nass aus. Ole, ole! Super Rosi! Okay. Ich wollte nur mal mit dir quatschen, aber okay. Die Mutti! Wir hatten durch das Festival einen riesigen Kundenzulauf. Es war ein echter Segen. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Um die Nominierung meiner Tochter zu feiern, plane ich, in unserem Restaurant eine neu kreierte Mahlzeit zu präsentieren. Thematisch dreht sich dabei natürlich alles um Super Trio. Schauen Sie doch mal vorbei, Sie würden 30% Rabatt bekommen, weil Sie es sind. Oh. Die Nominierung für den Award macht Luna zu einer noch größeren Sensation, also muss ich mich umso mehr für ihre Sicherheit sorgen. Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das allein auch schaffen kann. Ach komm, du stehst doch auf die. Hey Scarlett. Das Festival war ein Riesenspaß, das kann wohl niemand abstreiten. Nur, wie kann es sein, dass die Mädels von Super Trio für den Award nominiert wurden, ich aber nicht? Nächstes Jahr werde ich um ihn nominieren. Mit meinem Talent und mit ihren Outfits kann noch gar nichts anderes sein. Okay. Hallo Maika, danke, dass Sie mal vorbeischauen. Ich habe schon die Neuigkeiten über Super Trio gehört. Verrückt, was? Ich hätte nie gedacht, dass sie für den Style Boutique International Award nominiert werden würden. Es gerät sogar mein Land ein bisschen in Rampenlicht. Hat sich herumgesprochen, dass Rosi hier gearbeitet hat. Sicher kommen bald Kunden aus der ganzen Welt, um bei mir Blumen zu kaufen. Ich darf zumindest davon träumen. Jupp. Was hier? Hey, Melvin. Eine tolle Sache, die Nominierung von Super Trio für diesen Award, nicht wahr? Da könnte man als Kerl fast das Gefühl bekommen, dass man mal in die Gänge kommen und sich herausputzen müsste. Mit Betonung auf könnte. Also, ich werde mein Geld weiterhin lieber in DVDs meiner Lieblingsserien investieren. Hey, Oliver. Finden Sie nicht, dass Style Boutique auch Awards für Männer vergeben sollte? Das wäre doch super. Den würde ich locker abräumen, um mich so ganz locker in Szene zu etablieren. Einen Namen für das entsprechende Event hätte ich auch schon parat. Style Boutique International. Von Namen, was meinen Sie? Lass so an einer Klatsche aus. Aber okay. Sag mal, bei dem waren wir auch schon lange nicht mehr. Hey Maika, du kommst gerade zur rechten Zeit. Vincent brennt darauf, wieder auf die Bühne zu stehen. Er hat es zwar nicht gesagt, aber ich kann es in seinen Augen sehen. Findest du nicht auch? Ich weiß genau, was wir brauchen. Eine starke Band, die Musik liebt und mit Vincent zusammen auftreten kann. Ich finde eine. Wow, das würdest du tun? Das ist echt unglaublich von dir. Sag Bescheid, wenn du irgendwen findest. Ich will es gleich wissen, wenn es soweit ist. Vincent wird sich irre freuen, wenn er wieder eine Band hat, die mit ihm spielt. Jetzt aber husch, du hast zu tun und du weißt ja, wo du mich findest. Oh mein Gott, was habe ich getan? Okay, gehen wir mal pennen. Ich mag das Outfit total gerne. Dritter schon. Kleiderschrank, ich finde mal ganz kurz. Wo ist denn das Hemd? Ich will mal wissen, wie es aussieht. Und zwar das eine von Inichen. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich das suche. Marke. Ich meine, so viele Sachen haben wir ohne. Yep. Das finde ich schön. Meine Boutique. Moment mal, wieso ist der Brötchenwagen schon wieder da? Ah, Sie sind es, Maika. So modisch, elegant, comme un toujours. Und dank Ihnen ist die Stadt so chic und lebhaft, wie sie es noch. Meine Kleider sind zwar nicht so chic, aber meine Wortspiele sind Maßanfertigungen. Möchten Sie eine Kostprobe? Ah, merci. Ich mag meine Wortspiele am liebsten wie mein Brot trocken. Wenn es um Rennsport geht, habe ich eine Lieblingsdisziplin. Motocrosser. Bitteschön, Puhu.
Ah. Die schlechtesten Wortwitze findet man immer noch bei Animal Crossing. Na du. Hätten sie kurz Zeit, um mir zu helfen? Sonst weiß es ist noch niemand, aber es gab da diesen Jungen, den ich wirklich mag. Er ist immer so nett zu mir und hilft mir andauernd. Er ist so ein toller Kerl. Jedenfalls haben wir uns letztens unterhalten und festgestellt, dass wir dieselbe Lieblingsfarbe haben, Orange. Also dachte ich, hey, wenn ihr Orange liebt und ich Orange liebe, dann sind wir ja wie füreinander geschaffen. Und da habe ich glatt Lust bekommen, mir was Oranges zu kaufen. Ich glaube, ein Freizeitkleid wäre super. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Oranges Freizeitkleid habe. Oh, doch, drei. Ha, wer hätte das gedacht? Das ist es. Bei einer so selbstbewussten Empfehlung kann ich unmöglich Nein sagen. Das nehme ich sofort mit in die Umkleide. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal wieder einen Style-Rang aufwerten, bevor ich überhaupt weiterkomme. Bevor da überhaupt was passiert. Total schön, das ist eine echt gute Wahl. Orange, sehr schön. Ach was, ein Traum. Ich werde es mir nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht nutze. Das ist so gut wie gekauft. Toll, so ein schöner Orangeton. Ich liebe es. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut stehen würde. Vielen Dank. Ich werde den Jungen um ein Date bitten. Dieses Teil hat mir richtig Lust gemacht, das mal zu probieren. Und was eignet sich schon besser als ein erstes Date, als ein Kleid in meiner und seiner Lieblingsfarbe? Ja, warum nicht? April ist ihr Lieblingsmonat, okay. Conny! Hallihallo! Schön, wenn man sich nach so langer Zeit wieder sieht, oder? Ich muss alles immer doppelt und dreifach überdenken. Davon kann man wirklich Kopfschmerzen kriegen. Aber so bin ich nun mal. Kann man eben nicht ändern. Beim Shoppen zum Beispiel denke ich stundenlang über Preise und Nutzen und sogar die Materialien nach. Und dann verliere ich mich so sehr in allen möglichen Details, dass ich am Ende ganz genervt bin und lieber gar nichts kaufe. Aber heute soll alles anders laufen und dazu brauche ich ihre Hilfe. Wir sind ja schließlich Modeprofi, also dachte ich, wenn ich sie um Rat bitte, muss ich mir gar keine Gedanken machen. Also kommen wir zum Punkt. Ich hätte gern ein poppiges T-Shirt und einen Rock, bitte. Den Rest überlasse ich Ihnen. T-Shirt, Stil, poppig. Obwohl, haben wir noch andere T-Shirts? Was ist jetzt denn davon? Suche. Das T-Shirt nehmen wir wieder weg. Und dazu hätte die ganz gerne noch einen Rock. Vielleicht mache ich doch nochmal T-Shirt. Weil jetzt, wo wir das Rock haben, kann man da vielleicht ein bisschen was dazu designen. Es sieht alles so schrecklich aus. Na ja, komm, wir lassen uns dabei. Was ist es? Na, das klingt überzeugend. Da gehe ich sofort anprobieren. Ich bin begeistert. Zum Glück habe ich sie gleich anprobiert. Ich bin richtig dankbar für diese Zusammenstellung dieses Outfits im poppigen Stil. Was für ein Spitzenpreis. Das sieht mir stark nach einem Kauf aus. Ja, das freut mich aber. Oh, ich bin ja so froh, dass ich sie um Hilfe gebeten habe, Maika. Es ist ja so eine Erleichterung, sich mal nicht mit einer Entscheidung schwer zu tun. Danke Ihnen. Wo kriege ich denn jetzt die Band her? Das ist eine gute Frage. Okay, hier ist keiner mehr. Vielleicht ein paar? Seit die drei Mädchen nominiert worden sind, hat die Zahl der Aufrufe meiner Songs dramatisch zugenommen. Was soll ich tun, wenn ich jetzt mit Anfragen aus der ganzen Welt überschwemmt werde? Ich kann die unmöglich alle annehmen. Du hast Probleme. Was ist mit Bahnhof? Finden Sie nicht, dass dieses
Ach, das hatten wir schon. Ich glaube, der sagt auch nichts Neues. Na, hast du wieder Geld für mich? Willkommen. Okay, der ist außer Haus. Joel. Ich habe einen Vorsatz für dieses Jahr. Dieses Jahr will ich endlich einen Freund haben. Ach, Scherz, ich will einfach nur, dass mir mehr Leute ernst nehmen. Ich glaube, als erstes sollte ich meinen Look ändern. Ich muss erwachsener aussehen. Scheint so, als würden sich in letzter Zeit alle viel damenhafter anziehen. Da habe ich nichts zu verlieren. Hätten Sie ein passendes Freizeitkleid und eine Tasche für mich? Typ. Sneaker, Sneaker, Sneaker. Armkleid, spezielles Kleid. Freizeitkleid. Stil. Feminin. Oh, das übersteigt aber ihren Preis. Ja, komm, wir versuchen es mit dem roten. Und dann gehen wir auf Taschen mal gucken. Vielleicht haben wir ja irgendwo eine schöne Tasche. Aha! Vielleicht eine andere rote Tasche. Naja, kariert und liniert kann ich jetzt nicht machen. Das geht auch nicht. Hätten wir nicht irgendwie so ein grünes? Wo steckt den Preis nun? Wer ist denn damit? Den kriegst du halt hier noch die schwarze Klatsch dazu. Und dann sieht es doch ganz gut aus. Toll, wunderbar. Ganz genau das, was ich mir so vorgestellt hatte. Nichts wie zur Anprobe, sonst platze ich noch vor Glück. Ich hoffe, du ziehst nicht das Jäckchen drüber. Ist doch voll gut dafür. Was wäre eine Empfehlung? Genau so etwas habe ich gesucht. Damit bin ich echt mutig angezogen. Gefällt mir. Danke, das kaufe ich auf jeden Fall. Wow, diese Kombination funktioniert einfach hervorragend. Ich sehe viel erwachsener aus. Jetzt werde ich bestimmt viel eher ernst genommen. Was? So einfach ist das nicht mein? Aber wenn ich eins ihrer Outfits trage, dann schießt mein Selbstbewusstsein sicher in die Höhe. Ich werde damit sofort durch die Gegend spazieren. Alle werden mein neues Ich sehen. Ich kann es gar nicht erwarten. Die stellen sich das immer so einfach vor. Ach, das Jäckchen geht gar nicht. Hatten wir die schon mal? Wir können ja nochmal in den Kosmetiksalon gehen. Müssen ja noch unsere Fingernägel machen. Ach, jetzt hast du wieder hier dein anderes Outfit an. Als würde jemand so direkt auf die Nägel gucken. Ich bitte euch. Es ist abends und wir gehen schlafen. Mal sehen, wann wir mit dem Spiel durch sind. Weil ich habe das Gefühl, langsam geht es echt aufs Ende zu, ne? Ich glaube, dieser internationale Award ist, glaube ich, das Highlight, so. Das Ende. Das dicke Ende. Gott, wie lange... Da stimmt doch was nicht. Ich dachte, der Dings ist immer nur, beim Dings hier. Sonntags. Hallo Maika, wo ist denn Tim? Er soll zurück in der Stadt sein. Der Mann, der mir beigebracht hat, wie wichtig es ist, Träume zu haben. Manchmal hat er Sachen Tim-tastisch genannt. Das fand ich ganz passend. Ich bin Tim zwar schuldig, er war es, der mir zu wahrer Größe verholfen hat. Ich muss sofort mit ihm reden. Also, wo steckt er? Hier ist er nicht. Was? Aber wo ist er denn dann? Ich habe keine Ahnung. Glauben Sie wirklich, dass Tim zurückgekehrt ist?
Dann war der Kerl, den ich beim Festival gesehen habe, vielleicht wirklich Tim. Ich weiß nicht, wo der rumlungert. Auf jeden Fall der schlechte, der mieseste Onkel ever. Ich komme ja nicht mehr so oft zum Shoppen, aber manchmal muss man sich einfach mal die Zeit nehmen. Ich komme gerade vom Friseur und ich glaube, jetzt brauche ich passend neue Klamotten. Es ärgert mich an, dass alle Läden in dieser Gegend nur süße mädchenhafte Sachen haben. Ich will etwas, das rockt. Da sie der einzige Laden hier zu sein scheinen, der sowas im Sortiment hat, werde ich richtig zuschlagen. Ich möchte ein Inner und eine Hose. Die brauche ich. Und eine Hose möchtest du, ne? Ach komm, wir suchen noch nach der Marke. Das ist mir zu viel, mal manchmal so zu viel an Auswahl. Das ist zu schrecklich. Ich brauche nur eine Hose. Oh, haben wir einen inneren Pink? Da, bitteschön. Ja, wenn der Modeprofi das vorstellt, gehe ich doch gleich mal damit in die Umkleide. Du bist ja pink. Kannst du in der Hose überhaupt laufen? Ich meine, die sind ja unten miteinander verbunden. Du machst ja nur noch kleine Schritte. Das war eine phänomenale Auswahl. Wenn es kariert ist, bin ich automatisch Fan. Es geht doch einfach nichts über ein punkiges Outfit wie diesen. Der Preis passt, da spricht nichts gegen Einkauf. Oh, Menno! Warum müsst ihr das immer so drunter ziehen? Das ist so schrecklich. Wahnsinn, ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang darauf gewartet habe. Besonders die Hose ist der Hammer. Am liebsten möchte ich die jeden Tag tragen. Tu's nicht. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Dass sie das auch immer drunter tragen müssen. War es nix? Talentagentur. Willkommen. Er ist außer Haus. Irgendwas in der Herrenboutique los? Oh, hallo. Schön, Sie hier zu treffen. Wie läuft das Geschäft? Ich bin eine Modemagnatin. Ich bin froh, das zu hören. Sie arbeiten wirklich hart. Die Boutique darf auf keinen Fall wieder so verkommen, wie es unter Tim passiert ist. Aber auch etwas ganz anderes. Sie kennen doch bestimmt diese Herrenboutique, ja? Ich kam hierher, um noch ein Hemd für meinen Mann zu sehen. Der Laden ist viel modischer, als ich gedacht hatte. Und die Preise sind auch sehr moderat. Ich bin beeindruckt. Ich freue mich schon darauf, meinen Mann hierher zu schicken. Um mit einer Style-Ikone wie mir zusammen zu sein, muss er eben auch selbst präsentabel aussehen. Okay, was ist da? Ich meine, ich ziehe die jetzt nicht an. Amy! Endlich ein bisschen Zeit für mich selbst. Hallo, Maika, freut mich total. Kennen Sie das auch? Manchmal ist man irgendwo und will dringend nach Hause und es dauert und dauert und dauert. Und man schaut auf die und es kommt einem vor, als wolle die eine verulken und in Ultra-Zeitlupe laufen. Aber halt, dagegen habe ich jetzt nämlich offiziell ein Gegenmittel gefunden. Zum Beispiel, was wäre denn, wenn die Uhr stattdessen total niedlich wäre? Dann würde man doch gerne drauf schauen. Brillant, oder? Also helfen Sie mir. Könnten Sie mir vielleicht eine niedliche, mädchenhafte Uhr zeigen, die das Warten versüßt, tick-tack, die Zeit läuft? Weißt du könntest auch einfach ein Buch lesen. Damit geht die Zeit auch rum. Aber okay. Ja, das klingt doch gut. Die sollte ich unbedingt ausprobieren. Ich meine, ich mache das auch während der Zugfahrt. Oder Musik. So, MP3-Player ab. Kopfhörer in die Ohren und fertig. Tolle Empfehlung. Da weiß jemand genau, was mir gefällt. Zart, sehr schön. Ach was, ein Traum. Ja, an der komme ich nicht vorbei.
Ja, du hast sie dir ja schon umarmt oder geschmissen. Danke, vielen Dank für die süße Armbanduhr. Jetzt wird die Zeit sicher viel schneller vergehen, wenn auch nur in meinem Köpfchen. Wie gesagt, lies ein Buch. Oder hör Musik. Oder schlafe einfach. Geht auch. Wenn du einen Zug bist und pennst, dann ist das. Darfst du halt nur nicht deine Ausfahrt verpassen. Oder auch deine Bahnhof verpassen. Halt, Moment. Weil ich hier bin, ich hier richtig. Sind Sie vielleicht Maike? Ach, ja, ach, das freut mich. Aber ich habe ja schon allerhand von Ihnen gehört. Ein Anliegen hätte ich da, bei dem Sie mir helfen können. In letzter Zeit fühle ich mich etwas betrübt. Weiß zu tragen soll in letzter Zeit ein Wunder wirken, habe ich gehört. Deshalb dachte ich, etwas Weißes könnte mir ruhig mal kaufen. Ich wollte mir schon die ganze Zeit ein Auto zulegen. Suchen Sie mir bitte ein Weißes raus. Ja, natürlich. Habe. Weiß. Wir können hier was von Raven kennenlernen anziehen. Wenn ich sind. Das ist es. Ne, wenn der Modeprofi das vorschlägt, gehe ich doch gleich damit in die Umkleide. Eine spitzenmäßige Empfehlung, total stylisch. Einfach ein toller Stil. Bitteschön. Ich fühle mich so gut, ich kann es gar nicht fassen. Also, als ob ich all meine Probleme mit Leichtigkeit meistern könnte. Die waren wirklich eine große Hilfe. Danke, Maike. Ich komme bald wieder. Tschüss. Die wahrscheinlich mit... Die niemals einen französischen Akzent hat, aber ist egal. Kriegt halt der französische Akzent. Und mein schlechten französischen Akzent. Heyho! Oh nein, nicht so schon wieder. Wie schön. Die Blumen blühen. Na, was ich fragen wollte. Ein Gothic-Teil. Einfach unten. Die Bluse, das die beste. Ah, okay, jetzt will sie was anderes. Die Bluse, die beste Freundin einer Gothic-Liebhaberin. Ich habe sogar ein Gedicht drüber geschrieben. Im Frühling trägt man sie oft. Trägt man sie mit einem Cardigan. Im Sommer trägt man die Bluse allein. Im Herbst trägt man sie mit einer Weste. Und im Winter kommt ein Auto dazu. Ich meine, das reimt sich jetzt nicht oder so. Aber es zeigt doch, dass die Bluse vielseitig ist. Das ganze Jahr über. Also, Maike, welche Bluse würden Sie mir empfehlen? Okay. Hemd. So. Okay. Stil. Klassik. Okay. Ach, den trägt sie bereits. Ich hätte ganz gerne einfach nur eine Bluse. Das ist es. Oh, fantastisch, dass man... Das, ach, jetzt wollte ich dir auch noch einen französischen Akzent geben. Ich kriege keinen französischen Akzent. Diese Empfehlung passt wirklich perfekt zu meinem Stil. Dass ich heute hergekommen bin, muss sowas wie Schicksal sein. Und wieder ist meine Sammlung ein wenig größer geworden. Danke. Wenn mein Verlangen nach einem tollen Kleidungsstück mal wieder zu groß wird, komme ich gleich zu Ihnen. Jetzt weiß ich ja, dass es noch jemanden da draußen gibt, der gute Mode genauso wertschätzt wie ich. Ich habe gedacht, jetzt kommen die wieder mit der Armbanduhr oder so. Also mit dem. Die wollte, glaube ich, einen Armreif? Nee, eine Uhr wollte sie haben, ne? Was ist denn hier in der Herrenboutique los? Nichts? Ja, schön, dann gehen wir mal pennen. Tim. Wo steckt der Tim eigentlich? Der gondelt durch die Weltgeschichte. Sag euch, der hat die Stadt nie verlassen. Hallo Maike, wir haben uns ja schon ewig nicht gesehen. Erinnern Sie sich noch an mich? Unglücklich verliebt im Kino? Genau, ich habe bei Ihnen ein Freizeitkleid gekauft, wenn ich mich korrekt erinnere.
Später habe ich dann Schuhprobleme und kam her, um nach ein paar Slipper oder Pimps zu suchen. Total toll, dass sie sich noch an mich erinnern. Ja, jedenfalls dieser Junge, in den ich damals verliebt war. Es läuft super mit uns. Wir sind jetzt ein echtes Paar. Und ich habe ihn mitgebracht. Ach, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Scott. Er spielt Schlagzeug. Er ist Profi. Stimmt ja gar nicht. Ich bin ein echter Anfänger. Muss noch viel lernen. Vor kurzem habe ich einen Job in der Band eines Popstars bekommen. Langsam kriege ich auch mehr Engagements. Langsam wird Zeit. Aber egal, genug von mir. Wir suchen eine Tasche für Miriam. Können Sie mir eine Tasche vielleicht raussuchen, die zu mir passen würde? Genau, ich hätte gerne eine mädchenhafte Tasche, wenn es geht. Stil mädchenhaft. Bitteschön. Ja, das sieht fantastisch aus. Ich muss sie sofort anprobieren. Da gibt es kein Patron. Könnte Scott nicht bei der Band von dem Typen damit spielen? Ihre Ratschläge sind nicht zu überbieten. Ihnen macht so schnell keiner was vor. Wissen Sie, ich hatte schon seit längerem sowas in der Richtung gesucht. Gesangsade. Oh, die ist wunderbar. Ich bin ganz verliebt. Das ist genau die Tasche, nach der ich gesucht habe. Ist die nicht toll, Scott? Absolut. Ich denke, die ist es dann, oder? Exakt. Es ist total unglaublich. Die passt echt zu meiner kompletten Garderobe. Danke, Maika. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange wir noch so etwas gesucht haben. Wie? Sie wollen auch noch mit mir reden? Weil ich Schlagzeuger bin? Ach, Sie kennen eine Band, die gerade nach Mitgliedern sucht. Das klingt interessant. Verraten Sie mir mal ein paar Details. Ah, verstehe. Vincent im Club? Moment mal, Vincent, sagen Sie? In dem Club? Klingt, als würdest du ihn kennen, Scott. Natürlich kenne ich ihn. Er ist Vincent. Das heißt, er singt wie ein Gott der Rockmusik. Hier in der Gegend ist er ein echter Star. Mit ihm zusammen aufzutreten wäre, in seiner Band zu sein wäre. Ich könnte auch noch einen Kumpel mitbringen, der Keyboard spielt. Würden Sie Vincent schon mal Bescheid sagen? Das ist ja krass, Gott, du spielst also bald im Club? Das hört sich toll an. Ich werde in der ersten Reihe stehen und dir zujubeln. Sie sollten natürlich auch kommen und sich das ansehen, Maika. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Scott und ich kommen sicher wieder her. Danke, dass Sie bei Vincent ein gutes Wort für mich einlegen wollen. Na natürlich. Mache ich doch gern. Glaube ich. Stimmt. Ach komm schon. Das ist nur noch eine Person. Machen wir mal Pauke. Dann kommen wir mal in den Club. Heute gibt es eine besondere Spezialität. Pink Pfannkuchen. So ein Pink. Ja, Pink ist Rosie Mabels Lieblingsfarbe. Wie bitte? Jo, Joe und ich, wir haben sie neulich live gesehen. Sie ist eine erstaunlich rockige Person. Das spürt man in ihren Songs. Da sie eine Seelenverwandte in Sachen Rock ist, wollte ich sie irgendwie unterstützen. Das hier ist also die kleine Geste zur Unterstützung von Rosie. Das Mädchen ist eine echte Rockerin und zwar bis ins Mark. Ach, nicht in die Wohnung. Ich wollte. Ach, eigentlich ist es auch egal. Wir speichern hier ab. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Drückt mir die Daumen. Vielleicht ist das. Ist das wirklich bald hier zu Ende? Im nächsten Part machen wir hier weiter. Dann versuchen wir noch den restlichen Stylinggang auf 50 zu kriegen und dann sehen wir weiter. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.